Hallo und gesehen zurück zu Tropico 4. So, fünfte Aufnahme und zweite Folge ist online und eine Menge Kommentare wieder mal. Nö. Ich muss sagen, ein paar Sachen wirklich sehr hilfreich. Zum Beispiel habe ich ehrlich gesagt total übersehen, dass hier das Fischereigebiet ja schon quasi rot ist. Das ist eine der ersten Sachen, um das ich mich kümmern werde. Und zwar habe ich mir gedacht, gehe ich das so an, weil das sind ja alles mittlerweile Leute, die mit Fischerei eine Menge Erfahrung haben. Werde ich einfach alle anderen Arbeitsplätze sperren. In der Hoffnung, dass ich... Puh, da gibt es nur mal einen. Wo ich glaube auch beim nächsten Thema schon war, das spreche ich dann noch an. So, wo arbeiten denn noch Männer da im Parkhaus? Ja, spreche ich auch mal. Da eh nur überall Gebildete. Dann selbes hier. Passt. Okay, das ist jetzt alles gesperrt. Heißt, nach meiner Logik hoffe ich zumindest, wenn ich jetzt einen neuen Fischerhafen baue. Naja, grün ist was anderes. Grün ist was anderes, aber ja, ich baue sie mal dahin, würde ich sagen. Und die drüben dann rauswerf, sollten sie eigentlich, nachdem keine anderen Plätze verfügbar sind, eigentlich nach meiner Logik da arbeiten gehen. So, da über die Felder drüber fahren, ganz brutal. So. Ah, eigentlich brauche ich da schon wieder ein Parkhaus. Jetzt nix. So, dann baut's mal fleißig. Ja, ich hoffe, die gehen dann wirklich da arbeiten. Ja, aber im Moment braucht es eigentlich noch nicht ganz so restriktiv. Für den Fall, dass jetzt irgendwoher Leute kommen, irgendein Nachwuchs oder ähnliches. Da arbeitet auch nur um einer. Ja, was mich zu den Arbeitsbedingungen bringt, da habe ich mich auch ein bisschen unterhalten schon. Zum Thema Arbeitsbedingungen, ich sage mal so, ja, Arbeitsbedingungen abhängig von den Umständen und Gehältern eines Betriebs bestimmen die Arbeitszufriedenheit. Ich sage mal, 50 ist jetzt schon eng dran. Also, weil wenn ich mir die Zufriedenheit anschaue, ist die Arbeitsbedingungen momentan das Schlechteste. Dann sage ich, natürlich könnte ich da jetzt runtergehen bis sonst wohin, aber ich möchte die Arbeitsbedingungen einfach mindestens auf 50 halten und ich möchte halt auch über die Arbeitsbedingungen ein bisschen regeln, wo die Leute am ersten arbeiten gehen. Da zum Beispiel Arbeitsbedingungen 47, da arbeitet deswegen keiner, weil hier in den Farmen ja, die Arbeitsbedingungen höher sind und natürlich kann man das jetzt aufschaukeln. Und mal da mehr zahlen, schon klar. Und im Endeffekt zahlt man allen 100 und ja, keiner ist wirklich zufrieden. Aber ich sage mal so, 50 ist für mich das Minimum, was ich erreichen will an Arbeitsbedingungen. Und alles, was drüber ist, kolumbianische Barone haben. Alles, was drüber ist, ist ein Bonus. Aber 50, wie gesagt, ist für mich eigentlich das Minimum. Und ja, so wie da jetzt, sage ich, in der Kirche ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen wie in der Farm, ja, aber schlechtere wie hier im Baubüro, kann es eigentlich auch nicht sein, darum gehe ich einfach drüber. Ich sage bessere Bedingungen wie im Baubüro, weil hier habe ich qualifizierte Arbeiter, ja, will ich einfach bessere Bedingungen haben. Und gut. So. Mal ein bisschen durchschauen. Ich meine, da könnte man zum Beispiel wirklich ein bisschen weniger zahlen. Ich sag 65, da 60, 60, das passt auch. Also da kann man ruhig ein bisschen sparen. Aber ich sag, ich will da einfach einen Unterschied sehen in der Arbeitsqualität zwischen so einem Job und so einem Job. Einfach aus Prinzip. Gut.
jetzt zahle ich natürlich allen mehr Lohn. Ich richte mich da immer ein bisschen nach dem karibischen Durchschnittslohn. Da sind wir momentan, ja, spot on. Das passt, 14. Was allerdings stimmt, was ich übersehen habe, ist, dass die Leute auch entsprechend mehr ausgeben können. Weil ich sage, hier, Eintrittsgeld 3, könnte man ruhig ein bisschen mehr verlangen. Jetzt, wo man mehr zahlt, ist halt die Frage, wo verlangt man wie viel? Ich gehe einfach mal ein bisschen rauf. Ich sage, 7. 7 sollte sich eigentlich jeder leisten können, weil der Mindestgehalt ist ja so 14, dann wäre das halbe Gehalt für einmal hier hingehen. Und die Wohnungen kosten momentan 3, das möchte ich aber so lassen. Ja, passt das im Moment für mich. So, da gehen wir auch noch auf 50. Da ebenfalls, weil da will ich nicht, dass sie mir davon laufen. Und ich sage mal so, ist mir auch klar, dass jetzt hier einer, der, keine Ahnung, 60 verdient oder so, 60 verdient, der hier, na okay, die verdienen eh mit 14 gleich viel, da 17 zum Beispiel, dass der mehr ausgeben könnte, aber ja, ist halt im Moment nicht der Fall. So, und die Wetterstation, ja, irgendwann, Tsunami-Frühwarnsystem leiste ich mir hoffentlich auch noch. War einfach nicht billig. Ich sag vor allem mit dem Upgrade noch dazu und ja, hatte geheißen, geh doch ins Minus, 20.000, 30.000, überhaupt kein Problem. Ich sag mal so, mein Problem ist, also mal von Tropico 3, da war das ziemlich schlecht ins Minus zu gehen. Da haben die Auslandsbeziehungen wirklich stark drunter gelitten. Das ist hier total entschärft, muss ich sagen. Ist aber noch so in mir drin und das nächste ist, ich will einfach nicht ins Minus, weil ich will Geld haben. Ich will flüssige Mittel haben, weil, keine Ahnung, da muss ich irgendwas schnell bauen. Im wahrsten Sinne des Wortes schnell bauen und dann kann ich nicht, weil ich kein Geld habe. Die Situation will ich einfach verhindern. So, solange die jetzt Ziegen machen, ja, bleibt das mal so. So, und zum Thema Ranch noch, ist mir natürlich... Liebe und Frieden, Präsident. Wie was? Unser Wetterdienst sagt eine große Dürre voraus. Kommt jetzt sehr gelegen. Spürst du die Hitze, Tropico? Heute herrschen Rekordtemperaturen. Alle stürzen ins Meer, um sich abzukühlen. Wenn sie Dollar für Wasservorräte ausgeben. Soll in den kommenden Tagen extrem sonnig. Wie viel ist Dollar? Ich bin auch schon ganz heiß. Ja, ich sag mal, Wasserhorten und Vollbäder verbieten. Keine Ahnung, wie viel mich das jetzt kostet, aber ich mach's mal. So. Da arbeitet auch niemand im Moment. Gleich mir mal an. Also ich mache das jetzt gerne ein bisschen mit Absicht, ein bisschen manueller, sage ich mal. So, für alle LKW-Fahrer, das passt. Da arbeitet jetzt einer. Da arbeitet auch einer. Da arbeitet jetzt auch einer. Okay, das ist mal eine halbwegs vernünftige Verteilung. Und da arbeitet keiner. Okay, naja. Wird schon. So. Was wollte ich noch? Außer einfach mehr Arbeiter. So. Den zahle ich jetzt momentan noch mit Absicht mehr, dass ich mich ein bisschen hier behalte, bis die zwei Fischerhäfen da drüben fertig sind. So, wo war ich? Also ja, Farmen und Sachs. Farmen und Ranches. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß es gar nicht genau, um wie viel mehr Mahlzeiten die Farm produziert. Also ich würde mal sagen, hier gefühlt ist jetzt nur geschätzt und vielleicht liege ich auch wieder daneben, ich weiß es nicht. Aber ich sage mal so, hier Farm, 3 Leute arbeiten hier. Die habe ich, weiß nicht, wann ich die geblockt habe. Ich glaube, da haben wir die ganze Zeit schon 3 gearbeitet. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Haben produziert oder produzieren geschätzt dieses Jahr 234 und die 2 hier produzieren 140. Schauen wir mal. Das Bild wiederholt sich. Da produzieren die 3 387, 320, 92. Ja, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich schätze mal, hängt auch davon ab. Bauen dann natürlich wieder total ins gelbe Gebiet. Super macht ihr das.
Ich glaube, ich werde die Farm alle hier rüber verlegen. Früher oder später. Aber gerade die zwei hier, sag ich mal, mir kommt einfach vor, dass eine Farm unterm Strich mehr produziert wie eine Ranch. Kann sein, dass ich mich täusche, lasse ich mich auch gerne ausbessern, aber sag mir zumindest das Gefühl im Moment. Ausgetrocknetes Feld für 400 bewässern, ja, das mache ich doch. Bauen die da überhaupt an? Da muss ich gar nichts bewässern. So, Eingangslager 0. Gut, weil von da gerade nichts kommt. Ja, die zwei Zuckerfarmen, also die werde ich echt nochmal verlegen. Ja, ich glaube, da kann ich echt ein paar Leute rausschmeißen. Solange da null ist. Die haben zwar jetzt momentan die Erfahrung als Fabriksarbeiter, aber tschüss, woanders arbeiten gehen. 18 Lohn ist auch nicht gerade wenig. So. Gut, so, nochmal schauen. Importiert wird Mais. Naja. War eigentlich nicht der Plan, dass ich den ganzen Import für Mais ausgebe. Achso, genau, wollte ich auch noch schauen. Und Bevölkerung. Mahlzeiten ausgelassen, 0. Doppelrationen, ja. Dann importiert der Marktplatz im Moment mal nichts, würde ich sagen. Die 1000 kann ruhig jemand anderer verwenden. Rum importieren. Zucker besser gesagt. Ich glaube, es würde im Moment mehr Sinn machen. Mache ich das eigentlich schon? Zucker Imports. Passt, machen wir. Dann haben die ein bisschen mehr zu tun. Hätte ich die nicht rauswerfen müssen. Naja, egal. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Weil mir ist die Frage, ob man nicht sowieso alles über Import machen könnte, wenn schon mal die Fabriken stehen. Wäre echt zum Überlegen, zum Probieren. Vor allem. Fürs nächste Mal, sage ich. Okay, da ist jetzt fertig. Jetzt schauen wir, wer hier arbeitet. Der ist eh geeignet. Der ist auch geeignet. Der auch. Sehr gut. Hopp. Was war das? Ich schätze mal, Trockenzeit vorbei. So, wer ist da? Der ist kein Fischer. Und der ist Fischer. So, schmeiße ich. Mal habe ich das jetzt hinbekommen. So. Die jetzt blockieren die Arbeitsplätze. So. Jetzt habe ich auch nur 47. So, dann 56, 56. Dann hoffe ich mal, dass wenn ich die jetzt da. Ich werbe mal beide raus da. Und die werfe ich auch raus, in der Hoffnung, dass die jetzt da drüben arbeiten gehen. Werden wir sehen. Wird schon hinhauen. So. Dann kommen die zwei hier weg. Tschüss, tschüss. Und Zucker hätte ich eigentlich auch gern verlegt. Zucker, so. Einmal Zucker, zweimal Zucker. Aber klar könnte man importieren. Ich baue jetzt mal nur eine für den Moment und schaue, wie sich das entwickelt. So, arbeitet ihr jetzt schon da? Nicht sicher, wird vielleicht einen Moment dauern. Machen wir jetzt die Plätze wieder auf und zwar mal alle. So, genügt da einer? Ich glaube, da genügt momentan einer. Da wird es dann zwei brauchen in der Stadt, früher oder später. So, wer will da was? Ehrwürdiger Herrscher. Ich bitte Sie 500 Lama wohl nehmen. 5000, immer gut. So, wie schaut es da aus? Nix im Eingangslager. Was wird denn jetzt schon wieder importiert? Offensichtlich nicht das, was ich will. Zucker, doch. Zucker. 124, ja, passt. Dann lass. 353 sogar. Ja, ich
würde sagen... Ich würde sagen, da legen wir jetzt auf eine Zuckerfarm zusammen. Papayas. Ziegen, da mache ich noch eine Ranch für Lama-Wolle. Ja. So. Und die zwei kommen dann weg. Dann bleibt es bei einer Zuckerfarm. So. Tschüss, meine Lieben. Ihr dürft mal da drüben alle arbeiten gehen. Die lasse ich mal noch weiterlaufen im Moment. Und schaue, dass ich das eher mehr über die Importe regeln kann. Ich hoffe, dass die Rechnung aufgeht. Ich denke schon. Das wird schon hinhauen. So. Dann. Unterhaltung. Servicequalität 66, 68. Das gehen eher alle momentan dahin und keiner geht dahin. Ja, einer kann da mal arbeiten dabei, das passt schon. So. Okay, Fischerei ist mal relativ gut besetzt. Okay, so. Kinder auch gut. Sehr gut. So, 22 offene Arbeitsplätze. Keine Arbeitslosen. Ja. Das ist eine Menge. Schaut es jetzt aus. Da hat es euch geheißen, die Beziehungen zu Europa beeinflussen die Preise für die Arbeiter. Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wie das wirklich läuft. Was kostet jetzt da? 1.150. Das könnte man wirklich einmal relativ leicht beobachten. Ich sag mal, na gut, EU ist 100%, das heißt, eigentlich sollte es jetzt halbwegs billig sein. Museum, da könnte ich auch ein bisschen mehr verlangen. Gleich viel wie für das Kabarett. So, dann das Thema Strom wollte ich noch angehen. Fremder Herrscher, der mächtige chinesische Drache hungert nach ihren Produkten. Ja, nehme ich auch mal an. So, da liegt mal eine Menge rum. Heißt, ich brauche dringendst da ein paar mehr Arbeiter, die das ganze Zeug da versorgen. Da liegt echt eine riesen Menge rum. Ja, jetzt kann ich nur darauf hoffen, dass dein Nachwuchs bald ein bisschen greift. So. Ja, Schulbildung wäre das nächste noch. Grundschule und... Ich glaube, das könnte sich schon lohnen da. Na, 14.000, ja. Das hätte man auch früher machen können. Vielleicht einfach eine Fabrik bauen. Ja, man braucht auch die Arbeiter dafür. Aber vom Prinzip her eine Fabrik bauen. Ja. So, Kraftwerk. Ich hätte, ja. Wisst ihr was? Ist mir klar. Ich habe also keine Arbeiter. Gehen wir halt da arbeiten vermutlich. Ist mir natürlich klar, Ananas-Konserven, dass ein Kraftwerk halbwegs billig kommt. Vor allem im Moment. 8,5. Kein Stress. Aber eine Windturbine braucht einfach keine Arbeiter. Und ich hätte gern eine, um die Fabrik zu versorgen. So, zumindest schauen wir mal, wo bekommen wir da 17 Megawatt. Ja, komm. Ich weiß, 40 ist das Maximum, aber da müsste ich die sonst wohin bauen. 20. Da bringt sie 12. Ja, gehe ich mal mit den 17 zufrieden, würde ich sagen. So, kommt dahin.
Dann kann ich nämlich mich in absehbarer Zeit um das hier kümmern und ich kann den Häcksler machen. So, gehen wir ein bisschen rauf auf zweimal, ganz vorsichtig. So, okay. Okay. Wie schaut es jetzt aus? So, Lama, da sind wir dran. Fische haben wir auch. Gehe ich mal ein bisschen zurück mit dem Lohn. Die sind alle auf 50, oder? Arbeitsbedingungen, ja. Okay, dann kann die da endlich mal weg. So. Ah, jetzt läuft langsam mit der Kohle. Also ich glaube, da importieren, das lohnt sich. Weil da ist noch viel Reserve nach oben. Also ich... Präsidente, mehrere Länder Europas werden islamisch-religiöse Symbole in der Öffentlichkeit verbieten. Der Mittlere Osten und die islamische Welt sind aufgebracht. Nee. Europa hat kein Recht. So. Da der Ziegenkäse, die Lamas, ja. Passt. So, die Aufgabe schleppe ich auch schon ewig mit mir rum, aber es bringt im Prinzip nicht viel, die zu erledigen. So, ja, das gefällt mir schon nicht schlecht. Da ist noch ein bisschen mehr importieren, hoffentlich. Na toll. Naja. Präsidente. Keine Ausgaben scheuen, klar. 300 pro Monat, das da leiste ich mir jetzt auch noch irgendwie. So, Wohnungsvorräte haben wir noch genug. Gut, dann. Arbeitsbedingungen ist immer noch das Schlechteste. So. Arbeitet da jetzt wieder jemand? Ja. Ja, also Leute dazu kaufen ist mir jetzt fast ein bisschen zu teuer. Ich sag, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man halt auf den Nachwuchs ein bisschen warten muss. Würde ich sagen. So, das ist mal fertig. Was kostet das? Verbindliche Wahl. Wie Sie wissen, stehen die riesigen Wahlen. Ja, Frieda, gerade keine Lust. 10.500 Megawatt, passt. Ja, da arbeiten mir immer noch ein bisschen zu viele Leute. Und dafür zu wenig. Ich brauche mehr Leute. Und wir haben jetzt echt viel Nachwuchs. Viel Nachwuchs. Es dauert halt einfach ein paar Jährchen, bis jetzt alle erwachsen werden. Ja. Nur wenige Menschen besuchen unsere Servicegebäude, Präsidente. Wir sollten einige Wohngebäude in Ihrer Nähe bauen. Hm? Das sind Servicegebäude? Aha. Sehr interessant. Ja, die Ausgangslager sind hier schon sehr gut gefüllt, sage ich mal. Ja, ich brauche da eindeutig... Ich würde sagen, einfach. Ja, ist so ein bisschen. Ja, jetzt müssen da mehr Leute arbeiten, es nützt nichts. Ich muss da raufgehen. Da ist mir lieber, die arbeiten da. Und das wird alles abtransportiert. So, ist jetzt mittlerweile auf 47 da runtergefallen. Das lasse ich mal jetzt noch kurzzeitig so. So, Umspannwerk ist fertig. Was kostet das jetzt? 10.000. Nee. Gut, 10.000. So. Ja, passt schon.
So, die zwei Hafenarbeiter sind wieder irgendwo. Sehr gut. Komm, kann einer ins Büro fahren, bitte? Du da zum Beispiel. Noch schnell ein bisschen Waren verladen. Wäre echt nett. Dankeschön. Ja, also, nachdem die Folge jetzt eigentlich eh schon überfällig ist, kurzes Zwischenresümee. Ja, was soll ich sagen? Interessant. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich sag, ja, bisschen bessere Startbedingungen wäre mir schon lieber. Vor allem, man braucht einfach mehr Leute. Glückwunsch, Präsident. Sonst bekommt man nichts weiter. Jetzt sind wir da Ende der 80er. So viele Leute habe ich normalerweise nach, keine Ahnung, 3 Jahren oder so. Also ich würde sagen, war ein nettes Experiment. Ah, da ist jetzt auch schon wieder leer gefischt. Das geht schnell. Alles klar. War ein nettes Experiment. Werde ich auch zu Ende führen, das Experiment. Mal zumindest bis zum Jahr 2000 spielen. Ich denke mal, das schaffe ich in der nächsten Folge. Hey, Kumpel. Aber das nächste Endlosspiel, was ich machen werde, sicher nicht mehr so. Da möchte ich einfach andere Startbedingungen haben. Weißt du, man spielt einfach nur auf Fast Forward, wenn man darauf wartet, dass man Leute bekommt, dass irgendwas weitergeht. Ja, ist auf Dauer echt kein Spaß. So, da ist das Eingangslager jetzt gut gefüllt. Wenn wir mal ein, zwei Posten aufmachen, wieder. Beziehungsweise wenn ich da die Produktion erhöhe. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Zeit zum Pause machen. Also, ich spiele es noch zu Ende bis zum Jahr 2000, aber ich denke darüber hinaus nicht. Die nächste Insel wird ein bisschen anders. Da möchte ich andere Startbedingungen bzw. einfach andere Ziele auch formulieren. Also ist jetzt zwar ganz nett so, auf super, super schwer und alles und im Prinzip ja eigentlich extrem unstressig bis jetzt. Abgesehen von den paar Matur-Katastrophen am Anfang ist überhaupt nichts passiert. Also keine Aufstände, keine super Schwerverbrecher, gar nichts. Ja, also, pff, ja, ja. Schwer ist was anderes, sag ich mal so. Ist nur langsam, zieht sich. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao, wir denken. Und Baba.